Willkommen in Guatemala. Genau, willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gestern hier angekommen in Flores in Guatemala, sind von Belize, von San Ignacio gekommen. Genau, und haben jetzt Weltreiseland Nummer 9 erreicht. Genau, sind hier gerade noch an dem See, der um Flores. Flores ist so eine kleine Insel hier. Und morgen geht's nach Tikal, haben wir eine Tour gebucht, richtig früh. Eine Maya-Stätte, eine sehr populäre, bekannte und besterforschteste Maya-Stätte. Genau, also eine sehr bedeutende Maya-Stätte, gucken wir uns morgen nochmal hier an und nehmen euch natürlich mit. Und jetzt erkunden wir erstmal hier ein bisschen das Städtchen. Wir haben uns jetzt hier in ein schönes Café gesetzt erstmal. Wir haben uns erstmal einen Kaffee bestellt und endlich sind die Kaffeepreise wieder gut. Hier kostet ein Espresso nur 1,10 Euro oder sowas. Und ein Frappuccino kostet sogar nur 2,80 Euro. Ja, also wieder humane Preise, weil ansonsten haben die immer ein Espresso einfach 3 Euro oder sowas gekostet. Aber Geschmackstest muss noch. Ja, das muss noch kommen. Ist guten Morgen aus dem Nationalpark Tikal. Wir sind gerade mit dem Shuttle hingefahren und jetzt gleich geht die Tour los mit unserem Guide. Ich glaube, wir gehen so 4 Stunden, haben nämlich diesmal mit dem Guide gemacht und gucken uns das mal an. Unsere eigenen Bagel heute Morgen noch gemacht und es ging sehr früh los. Unser Wecker ging um 3.45 Uhr und wir haben beide sehr schlecht geschlafen. Sehr schön. Und haben unseren Hostel Host geweckt. Also wir sind nicht so richtig auf der Reihe. Aber ja, haben diesmal eine Tour mit einem Guide gebucht und hoffentlich sehen wir ein paar Tiere, weil die soll es auch sehr viele Tiere geben in der Maya-Stätte. Deshalb haben wir einen Guide genommen auch und ist die bedeutendste und größte Maya-Stätte hier in Guatemala oder in generell, glaube ich. Hier sind überall Mücken und gleich geht's los. Repeat the sacred tree for the Mayan. You ready? Another one. Pass me your hands, or can you cut one, this one please, guys? Right. No, this one, yes, cut please, little. Yes, she bite, but when you attack it, I keep the force here. You can see the poisonous, the venomous. Mm-hmm. But what the bite, what the poison doing? It's allergic. Yeah, so it's not so. Okay, baby, calm. Okay, oh, she's tired now. Okay, pass me your hands. Okay. Okay. So, wir gehen jetzt den höchsten Tempel hoch, Tempel 4 oder sowas. Und von da aus hat man auch Ausblick auf Tempel 1, 2 und 3. Und geht ordentlich hoch. Ah, ligamos a secador.
Wir sind jetzt am Hauptplaza angekommen und die Tour ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit hier rumzugehen und es sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Also ich finde es, ich würde fast sagen, also für mich persönlich nach Angkor Wat mit die beeindruckendste Ruinen, die ich geguckt habe, mir angeschaut habe. Und hier natürlich Maya-Ruinen. Ja. Ist richtig groß, weitläufig und hier einfach mitten im Dschungel. Das finde ich richtig cool und dass du einfach überall drauf gehen kannst. Genau, man kann vor allen Dingen auch voll viele Tempel drauf gehen. Genau. Sieht richtig cool aus. Ich gehe gerade noch den letzten Tempel hoch. Ich glaube, das ist der zweite Tempel, der hier am Main Plaza ist und der Ausblick ist einfach mega krass. Hier hinten sieht man da in der Ferne noch einen anderen Tempel. Und hier einfach der gesamte Platz. Sieht einfach mega geil aus. Und es ist richtig groß. Also dafür ist Chichen Itza in Mexiko ist ja gar nichts gegen. Das hier ist echt gigantisch. Das sieht schon richtig cool aus. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich bin gerade noch ein bisschen alleine hier rumgelaufen und ich finde es einfach mega beeindruckend, wie groß das einfach hier ist und wie das früher hier ausgesehen haben muss und auf die Menschen gewirkt haben muss. Sieht einfach mega krass aus. Also ich finde es nach Angkor Wat wirklich, also hier von den Maya-Ruinen die beeindruckendste, muss ich wirklich sagen. Tulum vielleicht noch am Meer, aber ich finde es sieht richtig geil aus. Aber jetzt sind wir gleich schon zu Ende. Ich denke, wir gehen jetzt gleich zurück und dann sehen wir uns in Flores wieder. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt einen kleinen Nap gemacht im Hostel. Genau, wir haben jetzt schon Abend. Genau, und sind hier oben auf so einem Sunset-Spot noch und gucken den Sunset an, auch wenn er nicht so gut wird, je nachdem heute. Ja, weil es sehr wolkig ist. Genau, und morgen fahren wir dann schon weiter nach Lanquin, nach Semuk Chapnai, so heißt das. Genau. Das ist auch im Dschungel gelegen. Der Nationalpark. Soll ein schöner Wasserfall sein. Genau, ein Nationalpark und da haben wir ein ganz cooles Hostel, glaube ich, im Dschungel. Ja. Und da sehen wir uns wieder. Genau. Bis morgen. Guten Morgen aus Semuk Champe. Beziehungsweise Lanquin, beziehungsweise aus dem Dschungel. Wir gehen jetzt gerade hier am berühmten Semuk Champe auf diesen Aussichtspunkt. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das den Hype wert ist, wie alle sagen. Ja. Wir sind ja vorgestern schon angekommen, aber gestern war richtig krasses Regenwetter. Genau. Und wir haben noch eine Nacht verlängert. Und hoffen wir, dass jetzt, da vorne sehen wir schon ein bisschen Sonne, die Sonne mitspielt. Und wir zeigen euch das mal. So, wir sind jetzt hier am ersten Punkt angekommen, Aussichtspunkt. Anscheinend 500 Meter soll der sein, 30 Minuten. Lars hat sich schon ausgezogen, ist bereit zum Schwitzen. Ich schwitze schon tierisch im Gesicht, weil es super feucht ist. Das sieht auch noch ein anstrengender Hike aus. Schau mal. Also, vamos. Wir arbeiten uns den Weg hier hoch und dann hoffe ich, dass wir eine geile Aussicht haben. Es wird ja sehr gehypt hier und deshalb bin ich mal gespannt, ob es der Hype wert ist und der Stopp nicht fehlen darf auf einer Guatemala-Rundreise. Und das werden wir jetzt auschecken. Ein Ende ist noch nicht in Sicht und ist auf jeden Fall ordentlich anstrengend. Geht hier komplett im Dschungel hoch. Mal gucken, wie lang es ist. Ja. Gut am Schwitzen. So, jetzt habe ich mal die Kamera. Lars ist voll in seinem Element. Der stapft die einfach hoch.
Ich tue mich damit ja immer ein bisschen schwieriger. Der Schweiß läuft einfach so runter und die Brille bleibt nicht sitzen. Das kommt bei mir noch dazu. Ah, wir kriegen das schon hin. Angekommen und man hat einen richtig coolen Ausblick hier. Sieht richtig geil aus und jetzt gehen wir erstmal runter und ins Abkühlen. Genau. War nämlich schon anstrengend und gucken wir uns da eben mal von unten an. Geht ganz schön weit runter noch. Ja. Nach einem langen Abstieg sind wir glaube ich gleich unten. Man kann es schon hören und zwischendurch auch sehen. Und dann wird sich endlich abgekühlt. Meine Taktik, das Tanktop auszuziehen, war sehr gut. Das ist nämlich trocken und alles andere ist nass. Wir sind jetzt da an dem Puls. Ja, wir stehen hier praktisch vorm Abgang. Und jetzt springen wir rein. Dann los. Ich bin zuerst. Springst du mit? Ja, ich spring hinterher. Drei. Hey, voll geil. Komm. Sieht richtig, richtig cool aus. Und es ist voll geil mit diesen Pools, dass man hier von Pool zu Pool schwimmen kann. Richtig schön. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne draußen ist. Hallo aus Koban. Hallo. Wir haben uns gestern gar nicht mehr gemeldet. Wir hatten nämlich Stromausfall und sind jetzt aus dem Dschungel wieder zurück und sind heute Morgen 1,5 Stunden hier nach Koban gefahren. Genau, wir sind ja gestern noch zurückgetubed und dann ging die GoPro aus und danach gab es noch einen kleinen Zwischenfall. So, genau. Denn ich bin vom Reifen runtergefallen und bin dann mit dem Strom mitgerissen worden durch diese Bäume durch. Deshalb haben wir eine Abkürzung genommen, die man eigentlich nicht nehmen sollte, weil es da halt ein bisschen gefährlicher sein kann. Und dann standen wir, beziehungsweise ich, ein bisschen unter Schock. Aber ist nichts passiert. Und haben dann nicht mehr gefilmt. Genau. Ist aber nichts passiert im großen Die Wasserfälle, Semuk Chapnay, waren richtig schön. Waren richtig schön. Auch das Tubing hat im Generellen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und jetzt sind wir in Koban angekommen. Und heute hat eine besondere Person Geburtstag, genau. Ne? Nämlich der Lars, der hat heute Geburtstag. Und zum Geburtstag machen wir heute eine Kaffeetour hier in den Highlands. Da fahren wir jetzt hin und bleiben eine Nacht hier, machen jetzt die Kaffeetour und morgen fahren wir weiter nach Lake Athelon. Genau.